Hi Leute und herzlich willkommen bei Tupac VR. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir zocken heute zusammen das Spiel Blind. Das ist ein Spiel von den Tiny Bull Studios und da möchte ich mich erstmal recht herzlich bedanken, dass ich das Spiel hier zum Testen zur Verfügung gestellt bekommen habe. Ist für mich nicht selbstverständlich und hilft mir weiter, hier den Kanal aufrechtzuerhalten, weil immer Keys kaufen ist natürlich auch nicht gerade günstig. Das ist ein Game, Psycho-Mystery, ja, Horror würde ich glaube ich nicht sagen. Es geht darum, Gene und Scott, wir spielen die Gene. Ich weiß auch nicht ganz genau, in welcher Verbindung die stehen, ob das Bruder und Schwester ist oder Mutter und Kind. Auf jeden Fall haben die einen Autounfall, das werden wir auch gleich sehen. Und die wacht dann auf, die Gene, und ist komplett blind. Also die hat nur noch Echoortung. Und das möchte ich euch mal gerade zeigen. Sobald man hier Gegenstände irgendwo hinschmeißt, wird das hier sichtbar für eine kurze Zeit. Also wir sind quasi so eine Art Fledermaus momentan. Also echt geil gemacht. Echt mal ein anderes Spielprinzip. Also kann man so ein bisschen vergleichen mit dem Spiel Stiflet. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Aber da muss man ja sprechen oder Geräusche machen übers Mikro, um da irgendwie die Welt zu sehen. Und hier muss man halt Gegenstände werfen oder irgendwie, doch einfach werfen. Und dann wird es sichtbar, wie wir hier mit den Dartpfeilen auch sehen. Wir haben Free Locomotion, wir haben Snap Turn. Also alles dabei. Ich kann mich mit dem rechten Stick, wenn ich den drücke, kann ich mich auf dem Boden irgendwie hocken, ohne wirklich so runter zu gehen. Aber brauche ich nicht, gebe halt lieber selber runter. Ja, wir können hier die Schubladen öffnen und schließen. Und alles, was halt Geräusche macht, macht dann die Welt so ein bisschen sichtbar. Also ich muss sagen, ist wirklich creepy, ich möchte es euch vorstellen und da muss ich dann halt durch. Ja, dann gehen wir mal hier New Game. Ich habe es mal 2 Minuten kurz getestet, um mal zu sehen, wie das Spiel so ist und die Steuerung funktioniert. So. Du darfst auch ruhig aufbleiben. Danke. Und jetzt fängt die Geschichte an. Alles in Schwarz-Weiß gehalten. Don't worry, Scott. Everything will be fine. Where are we going? Don't worry. Cover yourself up. I want to go back home. I'll put on a bit of music. Mr. Sandman. Gene, let's go back. Everything will be fine. I promise. So. Also ein Autounfall. Trotzdem weiß man nicht genau, wie die Geschichte jetzt, was sich da ereignet, warum der Junge weint, warum sie wegfahren. Aber ich denke, das klärt sich alles im Spiel auf. Schwarzen Bildschirm. Den werden wir aber öfters heute haben. Okay, da sind wir schon. Where am I? I can't see anything. Da ist was runtergefallen und wie ihr seht, wird dann alles kurz sichtbar und wieder sehr, sehr dunkel. Also man kann manche Sachen erahnen, manche auch gar nicht. Aber fangen wir mal an, hier ein bisschen zu durchsuchen. Da haben wir irgendwas. Und alles macht auch andere Geräusche. Wenn ich den Bilderrahmen jetzt hier schmeiße zum Beispiel. Dann schauen wir mal, was wir hier alles finden. Ist natürlich schwierig, wenn man nichts sieht, irgendwas zu durchsuchen. Aber ich mag das Spielprinzip irgendwie. Irgendwie ist was anderes.
Jetzt kann ich den nicht mehr aufheben, oder? Okay, hier ist nichts drin. Da war ein kleines Schränkchen noch. Okay, da sind noch Bücher drin, können wir nicht nehmen. Alles, was wir nehmen können, leuchtet so ein bisschen weiß auf dran. Ich muss mal ganz kurz meine Position so ein bisschen wechseln, weil ich habe hier immer das Guardian-System. Okay, hier haben wir ein Bett, wo wir erwacht sind. Da ist aber auch nichts zu holen. Wir bewaffnen uns mal mit zwei Bilderrahmen. Schmeißen das mal da. Ich höre da auch Musik. Also ein bisschen mulmig ist mir bei der Sache hier. Oh. Welcome, Jean. You're finally awake. I'm sure you'll be fine here. Who are you? Where are we? Don't you remember? You had a terrible accident. It's a miracle you're still alive. Don't worry. I'll take care of you. Okay. Where's my brother? Where is he? Okay, ist der Bruder. Calm down, Jean. Calm down. Scott is safe. You too are safe with me. Okay. You can't see yet. Get used to the darkness. Follow my voice. Meet me in the main room. Meet me in Follow the main my voice. Room. Follow my voice. Okay, ich vermute, dass das der. Oh, jetzt ist wieder alles dunkel, ey. Need to find Scott and get out of here. Also, das wird derjenige sein, der wahrscheinlich like auf der Straße see. Stand. But I can hear what's around me somehow. Maybe I should stop for a moment and focus. Also dem haben wir wahrscheinlich einen Unfall zu verdanken und der wird uns hier reingebracht haben. Ob der Unfall jetzt schuld ist, dass wir diese komische Sicht haben oder ob der da irgendwas mit uns gemacht hat, wissen wir natürlich noch nicht. Aber ich bin echt gespannt, was sich hier entwickelt. Maybe there's something useful in there. Kann ich irgendwas machen? I should check the drawers. Was haben wir hier? Okay, dann schauen wir mal die Schubladen. Ja, eine Blinde mit Fernglas. Aber macht gut Krach. Das war schon mal nicht schlecht. Ich brauche auch die Schubladen nicht aufziehen. Ich drücke einmal die Grip-Taste und dann gehen die auf und zu. Es ist auch ein bisschen ungewohnt. Ich mache das lieber irgendwie selber. Oh, hier haben wir schon mal einen Schlüssel. Ist schon mal gut. Oh, ein dicker Schinken. Was? Oh, ist schon so eine bedrückende Stimmung. Was haben wir denn hier? Ein komplettes Regal mit irgendwelchen Kram? Aber hier kann man echt fast alles. Also das hatten wir letztens noch beim VR-Pack, bei der letzten VR-Pack-Sendung, dass es Spiele gibt, wo man fast nichts irgendwie ja, wirklich anfassen kann und wegschmeißen kann. Und hier kann man fast alles. Ja, hier haben wir jetzt nichts. Aber ist natürlich in dem Spiel auch super wichtig. Aber ist halt grafisch auch nicht der Knaller, wie man sieht. Aber ist halt das Spielprinzip, ne? Blinde sehen halt nicht so viel. Oder Fledermäuse auch nicht. So, dann würde ich sagen, wir gehen mal zur Tür. Ich vermute, dass wir da den Schlüssel benutzen müssen. Boah, jetzt ist es komplett dunkel. Okay. Fernglas? Ja, der passt. Wow. Ich nehme mir nochmal einen Bilderrahmen. Boah, ist das heavy. Hallo. Was wieder? See, it's not that hard. It's not that hard. Do you like it? It's nice, isn't it? It'll help you get oriented. Okay, das ist schon mal gut, wenn hier so ein Ding ist, was uns quasi so ein bisschen den Raum beleuchtet. So nenne ich es mal. Okay, gucken wir uns mal um. Kann man die Kissen nehmen? Ja. Sehr gut. Ist das ein Fernseher oder was soll das sein?
nochmal Krach machen? Nein. Okay, die Kugel macht ja Krach. Okay, wir müssen die wahrscheinlich an irgendeinen Punkt führen. Oder weil nicht viel sehen, ist das natürlich blöd, ne? Hier? Oh nein. Doch. Was haben wir jetzt hier? Seine Figur mit Brillen und Zahnrädern, okay. Gucken wir mal, da steht ja auch eine Figur. Und da sind so Einbuchtungen, ne? Okay. Charles, your father. After the war, he's never been the same, has he? Nach dem Krieg war er nicht mehr sich selbst. Oder? Ja, selbst. Okay, also uns wird dadurch auch immer wieder die Geschichte erklärt. Jetzt gucken wir mal hier in der Ecke. Da sind, weiß ich nicht, Papierrollen. Kann ich aber nichts machen, ne? Nein, okay. Hier hängen Bilder dran. Okay. Checken wir das mal hier. Okay, das kann ich nehmen, oder? Ah, oh, da geht was auf. Und da ist direkt zu. Okay, oh nein. Hoffentlich passiert jetzt hier nichts, ey. Auch wenn irgendwas hinter mir steht, ey. Okay. Okay, das hört sich so an wie die Melodie, die da gerade rauskam. Oh. Press the buttons and listen. I love music. I love music. Okay. Ja, ich auch. Aber andere. Okay, das ist definitiv das Lied da. Oh. Okay, das geht direkt aus. Und da wieder an, okay. Wir hören uns das Ganze mal an. Er sagte ja, wir sollen die Buttons drücken. Aber jetzt muss man sich das wahrscheinlich merken und danach spielen mit diesem kleinen Keyboard. Also den, den, den. Boah, ich bin in sowas gar nicht gut. Ich kann mir Songtexte meistens merken, aber sowas nicht. Können wir mal probieren. Was ist denn der oberste hier? Nee. Der große? Ja, ich würde sagen, dass der quasi fast das letzte war. Das ist der erste. Dun, dun. Dun, dun. Nee, der auf keinen Fall. Okay, gehen wir weiter. Dun, dun. Nee. Okay, wir versuchen den. Nochmal, an den hier oben. Boah, der passt. Probieren, also die beiden bin ich mir recht sicher, dass das so passt. Dann machen wir den. Wow! Boah, vibriert da gerade alles? Okay. Also ich habe jetzt nur die ersten beiden. Das war relativ klar, aber
Die beiden waren mir jetzt nicht wirklich klar. Hier, da ist jemand eingesperrt. Okay. Little Scott, he's a fragile child, weak. He's so lonely without you. Scott ist krank und er ist so alleine ohne mich. Okay. Na, was können wir jetzt noch machen? Hier ist noch eine Schublade. Boah, ist teilweise echt, da sieht man null. Mach die Lampe an. Oh. Da ist auch wieder eine Schublade. Aber hier ist nichts. Oh, was ist das? Da sind Kratzspuren am Bild. Vermute ich. Okay. Wie man mit Echoortung dann Kratzspuren sehen kann. Okay, muss ich jetzt hier einen Code eingeben? Oh. Also mein Controller hat gerade vibriert. Did you check the paintings? Did you check the paintings? Soll ich noch weitere checken? Ja, das kann ich nicht machen, okay. Probieren wir einfach mal irgendwas zu drehen. Weil wir sind ja blind und haben wahrscheinlich so ein bisschen. Vielleicht hören wir irgendwas dann. Da vibriert es langsam. Oh, hat Klick gemacht. Nochmal. Andere. Ich weiß natürlich auch nicht, ob wir jetzt in die richtige Richtung drehen. Da geht was auf. Oh. Ich bin so schreckhaft. Okay, dann haben wir es, oder? Your mother. She changed when your father left. How does this man know my family? Who is he? Oh ne. Also er sagte gerade, als der Vater zurückkam, hat die Mutter sich auch komplett geändert. Oh, wo sind denn jetzt hier nochmal? Oh. Hallo? Boah, ich muss irgendwas zum. Ja. Jetzt habe ich die Arschkarte, weil ich gar nicht weiß, wo hier Sachen sind zum Aufheben. Aber zum Glück, der Regen an den Fenstern gibt uns so ein bisschen Feedback. Ich laufe jetzt erstmal hin. Wow. Scott? Is it you? Scott! Okay, wir können durch den Donner gerade viel sehen. Ich kann aber nichts werfen, ich habe nichts. Das müssen wir hier. Boah. Und was ist jetzt? Meine Sicht ist eingeschränkt worden. Ich glaube, ihr seht das auch. Oh, was ist das? Hello, G. Alter. You made it. Well done. What do you want from me? Who are you? Sieht komisch aus, der Typ. It's not important. I am just want you to be safe. Nothing else. Ich will nur, dass Scott, du in Sicherheit bist. Please take me to him. Scott's well. He's not Scott's here. Geht's gut, aber es ist just you and me, and I'll take care of you. No need to be afraid. Er wird uns beschützen, no. Okay? Take that. Was denn? Take it. Da ist was. What is it? It's for you. It'll help you find your way. Until you get your sight back. Ich versuche mal ein paar Knöpfe zu drücken. Oh, Trigger. The accident. Don't you remember? You'll soon see again, if you do what I tell you. Ah, wir haben jetzt so eine Art Blindenstock. You need to... Wow. Also zu oft darf man nicht hauen. Don't overdo it. And if you stay in the dark, you won't be able to. To do what? Get out, Jean. How do I get out? You must find the answers. Also, das gefällt mir schon besser als diese Bücher und Bilder ranzuwerfen.
You'll be able to go out. Really? Sure. Will you let me and Scott go? Scott has nothing to do with it. Don't you remember the accident? I was driving. I saw somebody in the road. Was it you? Come Did on, you that. Take Scott? You still don't understand, Jean. It's just you and me here. I'll leave you alone to think. No! I don't want to be alone! It's for your own good, Jean. But we'll meet again soon. Kann ich hinterher? Ne, ich kann mich nicht bewegen. Das zeigt sich wahrscheinlich auch durch diese Balken jetzt. Okay, jetzt kann ich mich bewegen. Jetzt gehen wir mal gucken, ob der... Na, ist natürlich zu, wo der hingegangen ist. The door is shut. You haven't solved everything yet. Okay, wir müssen uns hier jetzt irgendwie... Boah. Es scheint eine größere Halle zu sein. Oh, ich hab wieder übertrieben. Also man muss gut überlegen, was man macht. Okay, jetzt zu. Schauen wir uns das Ding mal an hier. Da sind auch wieder Dreieck, Viereck war da, ein Kreis. Okay, also müssen wir wieder irgendwas finden. Gehen wir mal hier so auf die Suche. Okay, hier ist nichts. Vielleicht geht die Tür ja auf. Die haben wir gar nicht probiert. Mann, wer kommt auf so Ideen hier? Ist auch zu. Was soll ich nicht gleich gegen die Wand hauen oder so? Das auch eine Tür, die gehen wir jetzt auch nochmal abchecken, dass wir wenigstens die Etage hier gecheckt haben. Na, ist alles zu. Oh. Kann ich hier irgendwas machen? Nein. Sieht aus, dass da irgendein Zahnrad rein soll. Okay, wir gehen die Treppe hoch. Ah, hier ist jetzt Teppich, da hört sich das ganz anders an. Also von den Sounds haben sie es echt gut gemacht. Noch zu. Das ist ein Zahnrad. Checken wir mal, ob wir das jetzt benutzen können. Man hat hier kein Inventar, also wenn man irgendwas fallen lässt, ist es auch, liegt es auch wieder da. Ich kann mir nichts im Rucksack stecken oder so. Da kommt Zahnrad. Wow. Okay, der ganze Mechanismus hat jetzt die Tür geöffnet. Dann wollen wir die auch nicht warten lassen. Ein Auto. Oder? Ja. Das ist doch schon mal weit. Eine Garage ist doch cool. Leave! Oh. Jean, Alter. What have you done? Oh God. Is this that man's doing too? War das der Vater oder was? By a man in his house. According to the doctors, the woman, whose identity has not been revealed yet, is between the ages of 20 and 25 and was not sexually assaulted. Okay. Kann ich nicht aufmachen? Auch nicht nehmen.
Okay. Schon ein bisschen creepy. Passt das vielleicht in dieses Gerät da rein? Kommen wir links erstmal hier hin. Können wir das hier ausschalten? Boah, das nervt. Wow. Okay, auf einmal Stille. We all have to make sacrifices. That's how a family works. Von wo kam die Stimme jetzt? Was hat denn hin? Der ist weg. Sehr gut. Wir probieren mal, ob wir das hinten in dieses Teil da einstecken können. Ist aber auch nichts mehr. Da geht's aber auch noch lang. War, glaube ich, nicht. Das wäre zu einfach. Creepy, creepy. Ne, okay. Dann gehen wir mal den Flur entlang da. Geil, das ist ein kaputtes Fenster. Man sieht sogar in den Wind dadurch. Sehr cool gemacht. Nächste Tür. Okay. Ich meine, wenn Blinde wenigstens so sehen könnten, wäre es ja schon mal etwas, aber... Geht leider nicht. Okay, jetzt wird wieder gespeichert, es passiert irgendwas. No need to be startled, Jean. Does this look familiar? It's our library. I want you to feel at home here. Feel at home? Why aren't I at home? Who are you? What am I doing here? Why can't I see? How are you doing this? You shouldn't be scared, Jean. Ich habe aber Angst. When Dad came back from service, he would lock himself in here. Right. I have to unlock the door, but how? Leave me alone! I'm tired. I'm sick and tired of always having you kids around. I told you, I don't need anything. I don't want your pity. Get out! Whoa. I need to find something to help me get away from here. I was there. That man alone. Mentioned some puzzles. Is this a game for him? Is this what Dad used to record his memos? Das ist nicht ganz klar, was mit der ist, ne? Bildet sich das alles ein? I used to read it to Scott when he was younger. A memory from my childhood. My mom used to read it to me. Who cares anymore about working, really? Okay, das ist noch so ein Ding. Oh Gott, da ist jemand betrunken. Dad used to be a creature of habit. Before the war, he'd always start playing with his tools at the same time, every day. Recorder. How could she? Why? Wie konnte sie? Warum? She doesn't know. She doesn't understand how much I love her.
Ich weiß nicht, wie sehr ich sie vermisse. Ich liebe sie noch immer. Okay, scheinbar hat die Frau den Vater verlassen. Oder die Mutter den Vater verlassen von ihr. Okay, scheint wieder irgendein Rätsel zu sein. Oder? Ich kann hier nichts machen, okay. Was noch so ein Ding? Jetzt ist er aufgegangen? Okay, das kam durch den Krieg. Gehen wir nochmal kurz die Tür. Nee, okay. Die ist aufgegangen. Oh Gott. Sieht aus wie ein Badezimmer. Ich habe Angst, die Tür hier zu öffnen, wenn es überhaupt geht. Nein. Oh. Ja, checken wir mal hier die Schubladen wieder. Parfümflasche. Irgendeine Tube wahrscheinlich. Seife. Geht auf jeden Fall nichts kaputt hier. Können wir nicht aufmachen? Können wir hier die Wasser hin aufbinden? Nein, auch nicht. Also fast alles kann man nehmen, ist echt cool. Aber was sollen wir jetzt hier? Außer den Toilettenkasten. Toilettenpapier können wir auch nicht nehmen. Okay, gehen wir nochmal zurück. Hoffentlich ist jetzt irgendeine Tür wieder aufgegangen. Sonst hängen wir so ein. Oh. Was hat das gewesen? Momentan weiß ich nicht weiter. Oh, noch mal kurz hier rein. Ob wir was übersehen haben. Kann man hier drüber werfen? Okay, das ist auf jeden Fall. Aber. Nee. Okay. Gehen wir wohl erstmal zurück, würde ich sagen. Kurz gucken.
Okay, die Tür ist jetzt zu, die in diese große Halle führte. Da sind noch Regale und kann ich die hier vielleicht diese Schränke aufmachen? Nee. Das scheint ja, dass man den Typ da richtig erwischt hat, der da auf der Straße stand. Ich verstehe nicht, warum in dieser Kristall oder was das war, weggegangen ist. Jetzt machen wir hier eine Steckdose. Ja, hier ist auch nichts. Kofferraum haben wir gar nicht probiert, oder? Definitiv irgendwas übersehen. Was sieht eigentlich, wenn wir hier mal dran. Sieht gar nichts, okay. Haben wir noch irgendwie so ein Gerät übersehen. Tiergerät. Ich kann sogar hier hochklettern. Machen wir mal die Randale. Naja, aber hier ist nichts. Mann. Not the right time. Maybe there's something on the tapes that can help me. Hat er irgendwas mit der Uhrzeit gesagt? Jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher. Gucken wir nochmal. I was there alone. All the others gone. Whoosh. Vanished. What the fuck? This book, I used to read it to Scott when he was younger. A memory from my childhood. My mum used to read it to me. They kept it. Huh, it's almost quarter past. But who cares anymore about working? Really? Quarter. Quarter past, oh yeah. Zwölf Uhr, oder? Hä? Warum kann ich nicht genau... How could you do this to us? Okay, keine Ahnung, was das ist. How could she? Why? She doesn't know. She doesn't understand how much I love her. She doesn't know how much I miss her. I still love her. Eins.
2. I love you. 3. 5. 6. Coming for the Caribbean. 6 meine ich, oder? Aber nochmal. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Coming for the Caribbean. Nee, Leute. Er geht bestimmt hier irgendwann auf, wenn es denn richtig ist. Ist irgendwann aufgegangen oder so? Nö. Auf dem einen Tape hat er gesagt Quarter, ist ja Viertel. Ja. Haben wir wenigstens einen Schlüssel, ne? Für welche Tür ist der denn jetzt? Hat er lang gebraucht hier? Für die nicht. Für die oder? It's been a really long time since I last entered his workshop. Dad used to spend all his evenings here, when I was a child. After the war, he just stopped working in here. He was always... Okay, wir sind jetzt in der Werkstatt. Ich würde aber sagen, wir hören jetzt hier auf. Wer noch weitere Teile von Blind sehen will, schreibt mir einfach unter die Kommentare. Würde mich interessieren, ob euch die Geschichte jetzt hier interessiert und... wie wir hier die Rätsel lösen, oder ich eher gesagt. Ich kann mir sogar vorstellen, da mal eine Live-Sendung rauszumachen. Oder interessiere ich mich für eure Meinung, und ja, schreibt es einfach unter die Comments. Dankeschön fürs Zuschauen, und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.